Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon. Ich glaube, wir gehen mit riesengroßen Schritten zum Ende entgegen. Und ein bisschen einerseits traurig, andererseits freue ich mich dann auch, weil dann kann man sich dem neuen Game widmen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja. Und tatsächlich ist auch bei mir die PlayStation 5 unterwegs. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Aber da muss man nochmal gucken, weil ich wollte halt wirklich Assassin's Creed noch gerne spielen. Und das ist allerdings auf CD und die PlayStation 5 ist ohne Laufwerk. Weil zu 99%, also eigentlich nicht 99%, aber zu 90% sind meine Spiele alle online. Deswegen brauche ich kein Disk, kein Laufwerk. Deswegen, ja. Also kann sein, dass ich dann erst nach Assassin's Creed dann die PlayStation 5 anmache. Beziehungsweise eine Aufnahme mit euch starte. Aus reiner Neugier werde ich wahrscheinlich schon ohne euch gucken. Ich muss ja auch einen Haufen Sachen noch installieren und alles, ne? Also dementsprechend. Ganz entspannt bin ich da. Das auf jeden Fall. Hast du mir eigentlich auch was zu sagen? Ich wünsche dir Glück auf dem Berg. Ja. Sehr schön. Naja, dann. Gloria, noch bereit? Oh ja. Auf dein Wort. Denn machen wir mal. Es war nicht einfach für dich, Urea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie bald. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Gehen wir los. Deswegen haben wir uns ja so eingedeckt. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Oh, nee. Okay. Nicht drüber lustig. Das war irgendwie Industrie. Irgendeine Fabrik oder so. Los! Die Stimme wartet! Und noch einiges mehr. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Naja, sie hat den Feueralarm aktiviert. Das ist keine große Kunst hier. Oh, das die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Der Reiche, die eine Festung, hier. Die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ja. Ist das nicht passend? Nee, das blaue ist Licht eine Fabrik. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass sie da so eine Angst haben, ne? Eine so eine. So hoch wie Banduas Klippen. Das gefällt mir nicht. Ha, sehr nützlich. Ja. Hier. Einfach rüber. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will.
will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht wieso. Aber ihrem Tonfall nach war der Grund. Entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind Erinnerungen. Ups, Entschuldigung. Du kannst sie hören. Ich beneide dich. Was sagen sie? Ich bin nicht sicher, Maria. Ja, ich wollte mal gucken, wegen den... Die haben wir ja vollständig, den Datenpunkten hier jetzt von... Dem... Also hier haben wir echt versagt bei, ne? Und hier haben wir auch einige nicht gesehen. Boah, wir haben viele übersehen. Schade, schade. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Frozen Voice von meinem Datenpunkt. Naja, was soll's. Was soll's, liebe Leute, was soll's. Okay, also, hier ist die Tür zu. Das werde ich noch brauchen. Okay. So, muss ich hier irgendwo... Ach, da muss ich hochklettern, okay. Soll er nicht hochziehen? Moment. Ah, hier. Ah, jetzt hätten wir es gesehen, okay. Frozen Wilds, Textdaten. Joshua, die Rückkehr des emeritären Direktors. Netter Holotitel. Gina, nein, blöder Titel. Und noch besser, miseres Thema. Das Kamerateam würde vor Langeweile sterben. Von mir aus, Gina, es ist trotzdem das Aufregendste, das seit langem in diesem Höllenschlund los ist. Das Dein Maßstab für aufregend ist deprimierend niedrig. Ich hole hier raus, was ich kann. Danke. Du hattest immer eine Schwäche für Kenny. Wie bitte? Niemals. Seine Ohren sind riesig. Abgesehen davon war er viel zu beschäftigt, Anita anzuhimmeln. Ich will vor allem wissen, was er hier macht. Das ist nicht normal. Er hat dabei geholfen, die fortschrittlichen Geothermienanlagen aller Zeiten aufzubauen und ist dann in den Sonnenuntergang geritten. Jetzt will er nach seinem Meisterwerk schauen, scheint mir ziemlich normal zu sein. Aber wieso jetzt? Er treibt sich ständig in die Kühnerlagen rum und stellt Fragen über Cyan. Glaubst du, da stimmt irgendwas nicht? In der letzten Werte zeigen keinerlei Abweichungen von unserem Aufzeichnung seit dem letzten Mikrobeben-Schwarm. Vielleicht macht Kenny gern Exkursion. Entschuldigt. Auf Ferros Kosten. Das ist 14 Jahre her. Diese Karten sind doch mittlerweile bestimmt eingefroren. Das ist nicht wirklich schon so lange her. Verdammt, ich werde alt. Nicht alt, nur langweilig. Oh Gott, meine Augen. Moment, geht gleich weiter, Leute. Meine Augen. Oh, mir juckt mein Auge gerade ein bisschen. Natürlich. Hier ist eine Maschine. Da ist eine Maschine. Natürlich. Ein Brüllrücken. Wird es auch anders sein. Na, weiter. Thank you.
Den sehe ich schon. Ich bin ja nicht doof. Vorratskiste. Wenigstens sind wir im Vorteil. Ja. Da runter. Frontalangriff, Leute. Okay. Aber da ging es nicht weiter hoch. Da sind die Türen. Okay, da hätte man auch noch. Ist also an sich. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Egal. Wie man lang gegangen wäre. Kommt da nicht hoch. Okay. Oh, ey. Da ist auf jeden Fall irgendwie nichts. Aber es ist interessant, dass hier nur Strom läuft, ne? Es ist nicht mehr weit. Schauen wir mal, was hier passiert. Oha. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Dampfrost.
Also an sich. Da war ich hier im Brutstättenturm. Ganz schön frech. Oh, cool. Ja, komm, nimm den hier. Dann bist du auf jeden Fall in Sicherheit. guck mal hier. Oh, nee, da ist noch einer. Das ist ganz schön frech. Nein, das hat so keiner. Wuhu! Komm. Ja. Oh ja. Schnell, schnell, schnell. Und rein da. Oh, ist immer noch nicht tot. Immer noch nicht. Alter. Der ist sehr hartnäckig, ehrlich. So. Puh. Sehr, sehr arg. So, wir gehen jetzt erstmal looten. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mit Sicherheit, weil das war ja erst der Anfang. So. Hier wachsen sogar Bäume, sehr gut. Können wir Holz mitnehmen? Können wir Heilung mitnehmen? Können wir mich auch hier ein bisschen umsehen, falls wir nochmal irgendwelche. Ich bin nicht gerne in offenem Gelände. Ja, wer ist das denn schon, wenn man hier die ganze Zeit fighten muss? Aber ich muss halt ein bisschen looten, Leute. Ich brauche Holz. So. Und wir können jetzt in Ruhe. Wir können sogar nur den einen Weg nehmen. Hallo.
Gewebe. Gewebe. Gewebe ist immer gut. So, wir können mal gucken hier. Hast du irgendwas Schnickes für uns? 33%. Ich weiß ja nicht, obwohl er ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Aber da verlieren wir weniger. Dann zwar Eisschutz weniger weg, aber ich glaube, das ist nicht so wild. Feuerschutz finde ich sehr gut. Das ist echt gruselig, muss ich echt mal sagen. Mehr Maschinen. Wow. Postklaue. Das ist frei. Der braucht zu lange, um zu laden, ne? Das gar nicht uns anhören hier. Das ist eine neue. Ja? Die Geothermalleitung abzuschalten ist einfach. Eine verlustfreie Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten, ist schon schwerer. Hätte Anita mir nur gesagt, wie lange die Abschaltung dauern soll. Jahre? Jahrzehnte? Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus? Haarsträumt wahrscheinlich. So. Okay, haben wir hier noch was? Ich glaube, die Maschine zerstört sich irgendwie selbst. Okay. Ist hier noch einer? Hätte ja sein können, dass hier noch einer ist. Der Turm ist unser Ziel. Yes. I'm on the way. So. Türen sind zu. Kontroll. Die Tür war letztes Mal offen. Der Dämon hat sie geschlossen. Wir finden einen anderen Weg. Jo. Dann gehen wir mal hier lang. Das war definitiv eine Fabrik hier. Hüps. Hier ist eine Tür, die wir öffnen können. Da gucken wir gleich mal. Und da könnten wir auch lang. Das ist halt die Frage, ne? Da drinne. Das ist interessant. Das eine Kiste. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Holst du schon wieder rum? Es ist nur ein Gesundheitstrank, der das leichte Gepäck sein soll. Nur am Rumheulen, die Frau hier. Alter,
erschreckt mich nicht so. Ah, das ist der Weg von Uria gewesen. Wären wir hier lang gelaufen, oder? Das kann natürlich sein. Gucken wir mal kurz. Ja, wir müssen theoretisch da lang, okay. Moment. Wo will der denn uns lang führen? Ja. Ich würde halt so guck mal, da ist noch einer. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abladen. Und ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Levins. Was ist das denn? Wer ist denn das? Noch ein Langbein. Du wirst mich nicht aufhalten. Interessant. Hey, wir gehen mal lieber hier lang. Wir lassen das einfach, da kommen wir glaube ich gleich hin. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, da reinzukommen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass die mich da kaputt machen. Wir gehen den langen Weg. So. Achso, seht ihr, ich wäre hier gar nicht weitergekommen. Wir waren schon richtig. Ich dachte, hier geht's weiter, deswegen. Naja, gut. Weil der halt immer hier dahin gezeigt hat, deswegen dachte ich, das geht denn da weiter. Na gut. War wohl mein Irrtum. Nee, doch nicht. Ist irgendwie dann doch drin, gell? Um Hologramme ohne Fokus zu sehen. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chao. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Es war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Uria. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Ich muss noch mit diesem Berg abrechnen. Okay, ich gebe zu. Ich habe die Holo von der Tischerei
Er hat von der Tischrede glatt 6-mal geschaut und jedes Detail genossen. Anitas Lächeln, die Art, wie sie über ihre eigene Witze gelacht hat, meine ungeschickte Überleitung von Anzeigen. Jedes Mal habe ich eine Sekunde gedacht, ich war wieder dort und ihr unter Freunden unseren Erfolg genießen. Es wurde natürlich jedes Mal weniger. Beim 6. Mal habe ich Anita einfach nur angestarrt und kam mir ziemlich gruselig vor. Aber das wird man mir nachsehen, oder? Das war der schönste Abend meines Lebens. Abgesehen davon habe ich das Recht, etwas wehmütig zu sein. Wir haben die Welt für Feuer und Tod gerettet. Oder zumindest davor, in der Asche zu ersticken. Das ist doch was, oder? Ja, ich glaube, ich bin mir so unschlüssig. Also klar, da müssen wir jetzt anscheinend lang. Okay, dann will ich jetzt doch nochmal durch die Tür und gucken, dass ich da irgendwie den Pirscher kaputt kriege, der da ist. Weil dann will ich... Ich brauche auf jeden Fall... So. Weil dann muss ich da nochmal... Upsala. Das war nicht geplant. Ja, sorry. So, weil... Vielleicht ist es da... Dann also auf die harte Tour. Oh, ich kann doch nicht mehr treffen hier. Was willst du eigentlich da hinten hier? Oh. Oh, warte mal. Ich geh jetzt da runter. Wobei, ich komm da wieder hoch. Das ist das Richtige. Dein Feuer beide behalten. Braucht keiner. Nicht kann mich aufhalten. Das hat mich irgendwie die ganze Zeit getriggert. Offensichtlich hier. Okay. Wir dürfen nicht scheitern. Ist mir schon bewusst, deswegen strenge ich mich da schon an. Ich gebe doch mein Bestes, Leute. Schreibt mich nicht immer so an. Dann bin ich immer so traurig. Bleibt stets wachsam. Ja, ich weiß. Aber ich muss doch alles mitnehmen, was hier liegt. Jetzt ist da noch so ein Plünderer. Oder zwei. Stufe 60 erreicht. Wuhu. Voll übertrieben, aber ja. Gucken mal, was hier noch so ist oder ob das wirklich nur rein Maschinen waren. Da komme ich irgendwie nicht an. Das ist sehr Bananen hingelegt worden. So, ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht noch so ein ja, noch so ein Tondial, würde ich schon sagen. Ja, definitiv zu viel One Piece geguckt.
Vorfallbericht. Vorfallbericht. Firebreak-Projekt. Sachschaden und Personenschaden. Datum der Vorfall 4. November 2063. Zeit des Vorfalls 4.11. Berichtsstar. Erstatter Jürgen Holm. Als offizieller Vorfallberichterstatter des Firebreak-Projekts melde ich mit großer Sorge einen Vorfall in unserer Anlage. Der Vorfall begann mit einem Schwarm von 35 seismischen Ereignissen mit Beginn am 3. und 4. November, ca. 9,6 Kilometer, 6 Meilen, nordnordwest von Mammoth, Wyoming. Dazu gehörten 4 Beben der Stärke 2. Das stärkste, Stärke 2,4, am 4. November um 4.09 Uhr. Holographische Modelle zeigen, dass der Ursprung der meisten Beben in der Verwendungszone am Hebingen Lake lag. Als leitender Geowissenschaftler des Projektes denke ich, dass eine solche Anzahl und Stärke von seismischen Ereignissen ein normales Ereignis der Fluidbewegung durch das kriselsäurereiche Magma-Reservoir der Kaledar ist. Ebenfalls wie Druckveränderung durch Interaktionen zwischen dem Magma und dem unterkühlten Fluid. In solch einer instabilen Umgebung kann man jedoch nie vorsichtig genug sein, wie dieser Bericht noch zeigen wird. Der Vorfall begann, als ich von einem lauten Krachen in der Kantine geweckt wurde. Zum Glück musste ich nicht den offiziellen Kantinenaufseher rufen, da ich dieser selbst bin. Trotz meiner formellen Eigenschaft war ich alarmiert und befürchtete das Schlimmste. Die Inspektion des Bereiches brachte den tragischen Verlust eines 15 Milliliter Fläschchen Nagellack in Dunkelrot zutage, das auf dem Kantinenbogen zersplittert war. Der Lack hatte zudem die Umgebung in einen Bereich von ca. 1,6 Quadratmeter vollgespritzt. Ein Stuhl war auf die Seite gekippt, aber zum Glück hatte ich die mechanischen Kenntnis und den normalen Zustand ohne weitere Vorkommnisse wiederherzustellen. Die Flasche Nagellack ist nicht mehr zu reparieren. Außerdem erlitt der Kantinenaufseher bei dem Versuch, Glasscherben aufzusammeln, eine Schnittverletzung in der linken Hand. Diese wurde von Ersthelfer vor Ort mir unter Aufsicht des Brandschutzbeauftragten in Sumir behandelt, könnte sich aber noch infizieren. Als Besitzerin des Fläschchens Nagellack wurde Gina Bruno identifiziert. In meiner Eigenschaft als psychologischer Personalbeobachter folgere ich, dass sie den Verlust ihres persönlichen Gegenstandes positiv aufgenommen hat. Aber eine weitere Beurteilung könnte erforderlich sein. Bei Entwicklungen dieser Art werden wir den Fernbauaufseher auf den Laufenden halten. In Anschluss an diesen Bericht finden Sie meine Lohnerhöhungsanforderung für das kommende Kalenderjahr. Okay. Ja. Das läuft, würde ich sagen, bei ihm. Oh, das... Also, wie kann man den Nagellack und... Und Draht kommt mit. So. Also, der arme Nagellack. Also, ja, ich kann es verstehen, dass da... Ja. Das war sehr kritisch. Wo kommst du denn plötzlich her? Erschreck mich nicht so. Wirklich. Gut, das gut. Kann ich gut gebrauchen. Das ist schön. Dann gucken wir weiter. Ist noch Holz. Ich muss ein bisschen halt rumschauen, wegen auch der Materialien. Dafür brauche ich kein Draht. Dafür brauche ich Draht. Aber ich habe doch Draht. 200 Stück. Bleibt währenddessen. Ah, ich habe nicht genug für Rohstoffe. Dann muss ich ein bisschen wegschmeißen. So, wir gucken mal, was hier noch so ist. Schön wäre natürlich, wenn wir noch so eine Aufzeichnung für eventuell finden. Ich dachte, Kälte macht mir nichts aus. Bei diesem Frost. Ja.
Das ist schon hart, ne? Ja, 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 ich kann es verstehen. Tja, und wie ihr das gerade gehört habt, ist tatsächlich die Zeit schon wieder rum, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Das ist natürlich uncool. Aber ich wollte hier noch einmal fertig rumschauen. Okay. So, dann haben wir zumindest den Bereich jetzt gemacht. Das hat mich ein bisschen getriggert. Aber was macht ja, glaube ich, nicht. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. So, dann hüpfen wir da jetzt mal wieder hoch. Und weil wir jetzt wieder hier sind, meine Lieben, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst ein Abo da, ein Like. Ich würde mich mega freuen. Und wir hören und stören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.